So, da bin ich wieder. Okay, da die Rakete, wir sehen's. Ich gucke nochmal, ob wir irgendwie einen anderen Blickwinkel kriegen, aber... Ja, wir haben den. Also da sehen wir auf jeden Fall, die Rakete nähert sich dem Ganzen. Das heißt, ich gehe mal hier zurück und schau mal, ob wir denn schon was sehen. Da vorne kommt sie, in 13 Kilometern Entfernung. Das heißt, ja, ich habe genug Sauerstoff und alles. Ich begebe mich mal nach draußen. Warten wir doch da freudig erregt. Das müssen wir wieder reparieren, ey. Es geht gar nicht. So, stellen wir uns hier hin. Da kommt sie. 11 Kilometer noch. Das ist jetzt halt auch mal so ganz cool zu sehen, ob das dann halt wirklich funktioniert, ob er denn zum Halten kommt. Also gut, ich habe es jetzt ja extra, ne, haben wir letztes Mal so gemacht, so ausgerichtet, dass er da mit dem großen Triebwerk jetzt praktisch gleich bremsen wird, weil er das jetzt praktisch flugrichtungstechnisch vorne hat. Ne, er kommt mit dem großen Triebwerk hier nach unten zu uns. Deshalb werden wir mal gucken. Eine Raffinerie, okay. So. Wir haben ja auch eingestellt, dass er nicht so schnell fliegt, ne? Das sollte ja besser funktionieren. Und definitiv haben wir jetzt schon festgestellt, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Scheinwerfer und wir brauchen einen Erzsensor. Ansonsten wird das Ganze ein bisschen... nicht ganz so toll. Lustig, wie gedacht. Ach ja. Aber cool, ich bin voll aufgeregt. Yay! Ich habe das mal irgendwann, als ich damals Space Engineers angefangen habe zu zocken, habe ich das ja ohne Let's Play einfach so für mich halt gezockt. Ja, so wie man das halt eigentlich bei Spielen so macht. Ne? Man zockt das halt so einfach für sich. Und da habe ich damals dann auch mit Fernsteuerung rumexperimentiert. Habe dann immer ziemlich schnell gedacht, so, oh nee, mir zu aufwendig. Ist viel praktischer oder viel einfacher, wenn ich selber mit hochfliege. Ne, und entsprechend, aber gut, unter normalen Gesichtspunkten ist das gar nicht so einfach, weil man muss ja Sauerstoff dabei haben und alles mögliche, ne? Oder wie in unserem Fall dann auch Nahrungsmittel, was das Ganze auch nicht unbedingt einfach macht, was ist dann hier entsprechend, ja, simpler, wenn wir dann hier bleiben und alles nach oben schicken, und das ist auch ungefährlicher für uns, ne? Genau, also von daher, so, mal gucken. 3,5 Kilometer gleich noch. Da müssten wir vielleicht schon mal sehen können. Ja, wobei, so groß ist sie ja nun auch nicht, ne? Aber wir können sie gleich mal anders anmalen oder versuchen, weil das nervt mich auch nämlich, ne? Dass wir hier die Sachen nicht anders anmalen können, weil sie mit dieser Station hier verbunden sind. Das heißt, die werden wir dann gleich mal so nach und nach versuchen auszuschlachten, ja. Und lassen die dann stehen. Man kann sie ja vielleicht noch als ja, Notfallschiff, wobei das Schiff wird es nicht mehr nach oben schaffen, glaube ich. Ne, es hat ja keine Hydrogentriebwerke großartig. Deshalb. So. Der Landeplatz ist da vorne. Das heißt, wir haben hier die perfekte Position dafür. Ja, genug Energie haben wir auch noch. Nicht, dass es wieder die ganze Zeit anfängt zu meckern und wir deswegen das hier verpassen. So, jetzt wird spannend. Ja, relativ schnell. Mal gucken, wann es bremst. Würde mich natürlich interessieren, ne? Wie rechtzeitig da ist sie. Oh, die ist ein bisschen schnell, ne? Ja, ist ein bisschen arg schnell. Ich glaube, das wird nichts. Okay, ja. Das war wirklich nichts. Aber... es hat unsere Steinchen gerettet. Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich viel bei... ich muss jetzt praktisch hier jeden einzelnen Stein aufsammeln. Oh Mann, ey. Ja, ich habe mir das schon fast gedacht. Vielleicht sollten wir... ich weiß auch nicht, warum er da nicht gebremst hat entsprechend. Voll seltsam, oder? Ja, aber das ist so viel Nickel, das können wir nicht übrig lassen. Das ist...
Ach Mann, das ärgert mich so ein bisschen, weil die Rakete war gut. Aber okay, wir haben jetzt so viel Materialien, damit sollten wir locker was machen können. Und ich, ja, ein bisschen was ist übrig, ne? Wir haben gesehen, ein kleines bisschen ist noch da. Jetzt muss ich das natürlich alles mal wegfliegen. Das sind so viele Tausende von... Ach, ätzend. Von Tonnen, die wir da jetzt hier geborgen haben. Hauptsache, wir retten erstmal das Nickel. Ah, das ist das Wichtigste. Dass das erstmal wegkommt. Mist, ey. Puh, Kacke, ey. Warum? Warum musste das passieren? Ja, gute Frage, ne? Also irgendwas ist hier gehörig schief gelaufen. Ja, ich glaube, wir hätten mehr große Triebwerke in alle Richtungen installieren müssen. Boah, wie übel. Guck dir das an, ey. So viel Nickel. Aber wir müssen auch das andere retten, weil das bringt uns halt auch von allem ein bisschen, also nicht von allem, aber von so einem Teil bringt es was. Aber das heißt, zum Landen, das nächste Mal, werden wir einfach Atmosphärentriebwerke mit reinhängen. Einfach damit alles entsprechend gesichert ist, ja. Ja, wir könnten jetzt rein theoretisch an dem Schiff diesen Sauger installieren. Damit müssten wir das auch aufheben können. Ich bin überlegen, ob wir das nicht vielleicht lieber machen sollten. Weil das jetzt schneller wäre als das, aber das Schiff, also die Schiffe sind nicht dafür ausgelegt, das zu machen. Okay, Gott, dann kann ich das nämlich hier reinpacken einfach. Wunderbar. Ja, wie gesagt, gerade das Gestein müssen wir halt auch retten, ne? Das ist so viel. Wir nehmen immer nur so ein paar mit. Und das sind hunderttausende Tonnen. Das ist so Wahnsinn. Ja, es ist halt, wenn man einfach mal so einen halben Asteroiden... Und da sieht man mal, wie viel man halt eigentlich im Asteroiden-Geschäft scheffeln kann. Ja. Das ist halt schon krass irgendwie. Asteroiden-Geschäft. Oh Mann, ey. Das können wir jetzt eigentlich hier Trillionen Jahre machen. Ich glaube, selbst wenn wir das nächste Folge noch machen, dann sind wir immer noch damit beschäftigt. Ich hole mal noch ein bisschen was von dem Nickel. Was ist hier eigentlich hier übrig geblieben? Oh Mann, ey. Inventory full. Boah, 200.000. Oh, weia. Ja, wir machen das jetzt mal. Wir werden jetzt, wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier da kurz diesen Sauger dran machen. Das muss repariert werden. Okay, kleines Stahlrohr und Computer. Das kriegen wir hin. Kleines Stahlrohr und Computer. So. Dann bauen wir da schnell diesen Sauger da vorne dran. Dann passt das wieder. So, jetzt müssen wir schauen. Lelelele. Passt alles, ne? Triebwerke hat es nicht beschädigt. Okay, wunderbar. Das heißt, dann haue ich mal hier diesen Sauger dran. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo der war. Warte mal. Der war doch hier mit dabei. Und dann... Sammler, da ist er. Der Sammler ist das. Genau, hatte der so ein... Ja, das ist halt die Sache. Der soll ja nur Steine aufsammeln. Das heißt, dann können wir den nämlich hier so unten drunter hängen. Ja, das macht es einfacher gleich, das zu sammeln. Verdammt. Ja, doch, das geht. Okay, das hat eh nur so ein kleines Verbindungsding. Na, das ist ja super. So, Stahlplatten, Motor und Anzeige, okay. Stahlplatten, Motor, Anzeige. Stahlplatten. Motor. Anzeige. Sehr schön. Wird das Schiff dann doch noch für was anderes mitgenutzt? Ja, warum nicht, ne?
ist vielleicht auch wirklich besser so. Okay. Passt das wirklich? Ja. Okay. Ach ja, wir haben geparkt, ne? Ja, wir haben geparkt. Wir versuchen... Oh, ich habe so ein ungutes Gefühl, weil das Schiff ist halt nicht wirklich schnell, ne? Und es hat eigentlich nur so ein paar Triebwerke zum Abheben. Das ist alles. Ah, ja, wir kriegen das hin. Aber ah, wir merken es jetzt schon, ne? Es ist halt eigentlich viel zu unterpowered. Aber egal. So, hier, Sammler. An aus? Ist der denn an oder? Sammler da. Ja, der ist an. Ist auch. Also okay, den brauche ich da gar nichts machen. Der sammelt automatisch alles ein. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch so funktioniert und nicht nur, dass wenn man es reinrollt. Direkt darüber positionieren. Wahrscheinlich stürzen wir dann gleich glamourös ab. Haben wir davon jetzt was aufgenommen? Haben wir nichts aufgenommen? Doch, haben wir. Okay. Okay. Aber... Ach ja, stimmt, wir haben gar keinen Frachtcontainer. Ja, das... Ich dachte, das ist, oh mein Gott, das ist so. Ja, egal. Das heißt, wir werden jetzt nochmal gleich ein paar Frachtcontainer dranhauen. Die hauen wir hier vorne dran. Das, hier nicht. Also, und wir werden nochmal davon zwei dranhauen. Das ist besser so. So, warte. Wir hatten diese Sci-Fi-Triebwerke genommen, ne? Das heißt. Ich mach die jetzt hier vorne dran, ne? Ich mach die jetzt einfach hier vorne dran. Passt schon. Eins hier. Und eins hier. Genau. Und dann machen wir noch, weil, das haben wir ja schon eben gemerkt, so richtig gut seitlich lässt es sich nicht bewegen. Also. Kommt dann, weil das Gewicht wird ja jetzt nicht gleich besser, ne? Also, oder. Da sehe ich so ein Schwarz. Das wird böse. Das wird so böse. Ich hoffe, wir haben genug Sachen. Warte mal, wir geben das jetzt mal ein. So. Achso, kann ich einfach hier. Genau. So, mal gucken, was jetzt bei. Entschuldigung, mal gucken, was bei rumkommt. Alles weg hier. Genau, Platz schaffen. Wir haben nichts mehr zu essen, sehe ich gerade. Okay, 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 okay. Erstmal das große Triebwerk. Okay. Eins haben wir. Das ist schon mal super. Das andere haben wir auch. Sehr schön. Okay, da fehlt ein Motor. Das kriegen wir auch noch hin. Also brauche ich jetzt nur einen Motor. Einen Motor brauche ich noch. Das wäre super. Ja, das reicht ja schon aus. Sehr gut. Dann sollten wir gerüstet sein, dass es ja auch als Frachtschiff dienen kann. Also zumindest für den Transport von Erzen, die spontan abgeworfen werden. Oh Mann, ey. Ja, genau. Habe ich noch irgendwie was im Inventar? Natürlich nicht. Warte, das machen wir anders. Dann gehen wir gleich mal hier. Mittlerer Frachtcontainer. Die sind alle fertig, das brauche ich. Machen wir einfach mal zwei Stück, weil es wird dann, glaube ich, schon schwer genug werden. Alle Komponenten wurden erfolgt. Das kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen, aber ist okay. Vor allem, weil das so wenig Komponenten sind, aber gut. Ich will nicht sagen, dass das System nicht recht hat. Oh, ich hasse das, wenn es ruckelt. Okay, also hier haben wir gesagt, nee. Ja, wobei, doch, wir werden das hier dran klöppeln. Einfach vorsichtshalber, weil
Man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Das ist natürlich vorne der Landefuß. Egal, aber... So, mal gucken, was haben wir jetzt hier drin? Wie viel ist da jetzt? Ja, okay. Also wir müssen ein paar Mal fliegen, aber es ist auf jeden Fall schneller. Also gut, eigentlich ist es vielleicht nicht schneller, aber egal, das sehen wir gleich. Okay, er zieht noch. So, wir sehen, Frachtcontainer sind voll, okay. Wie viel sind denn hier noch übrig? Gucken wir mal nach. Ja, okay, das hat jetzt schon ordentlich was gebracht, weil es waren ja über 200. Jetzt sind es nur noch 46. Also das ist schon vernünftig. Dann könnten wir jetzt eigentlich sagen, okay, wir nehmen das hier weg, machen hier noch einen Frachtcontainer mit dran. Genau. Hatte ich vorne den Verbinder geschweißt? Wunderbärchen nach. Weil dann können wir das nämlich dann alles über den Verbinder hier in den Frachtcontainer schmeißen. Da, ich bin ein cleveres Bürschchen, ne? Ja, ich weiß. So. Wunderbar. So. Schon lustig manchmal. Hat man den hier schon eingestellt? Nee, haben wir nicht eingestellt. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall den Verbinder hier. Achso, warte. Das war eigentlich der Platz, ne? Entriegeln. Und verriegeln. Wunderbechnacht. So, einmal wieder runter. Gehen da noch ein bisschen was. Okay, das ist jetzt schon wirklich alles? Krass. Das können wir dann auch noch mitnehmen. Ist es jetzt wirklich voll hier alles so? Ja. Krasser Scheiß. Das gefällt mir. Ja, jetzt werden wir natürlich merken, dass die Triebwerke in jede Richtung eigentlich viel, viel zu wenig sind. Aber zumindest das Triebwerk. Das hier, werden wir sehen. Ja, da braucht er jetzt. Da braucht er jetzt richtig Zeit. Ah, ist egal. Wir sind nicht schnell. Aber dafür kommen wir sicher an. Hoffe ich jetzt einfach mal. Zum Glück, Seitwärtstriebwerke haben wir ordentlich investiert. Das finde ich gut. Und bei diesen kurzen Entfernungen kommt es jetzt auch nicht darauf an, hier besonders schnell da zu sein, sondern einfach nur sicher. Genau, so. Vorsichtig drehen. Wir haben viel, viel Gewicht dabei. Wir müssen jetzt auch aufpassen beim Andocken. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass er gleich hier alles auseinanderreißt. Aber egal. So. Halt. Das machen wir jetzt anders. Einmal die 9. Ah, verdammt. So. Vorsichtig. Ja, das ist jetzt halt... Ah, ich muss hier nochmal das einstellen, dass der auch ausgeschaltet wird. Weil sonst... Sonst zieht der uns immer wieder ran. Dadurch, dass wir so langsam sind. Genau, so. Weil ich muss vorher noch einstellen, dass die Frachtcontainer, die wir hier haben, anders heißen. Die nennen wir dann... Ach, verdammt, muss ich jeden einzelnen benennen. Schiff Cargo 1. Wir können das ja zum Glück kopieren. Und dann
Genau. Weil dann kann ich einfacher gleich nämlich suchen. Ups, 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 ups. So. S7 hier anschalten, genau. So, wunderbar. Und verbinden. Dann kann ich nämlich gleich viel, viel einfacher das Ganze rüberschieben. Dann nochmal hier nur Cargo. Und hier machen wir Schiff. Genau. Und dann. Achso, ist da nichts verbunden oder was? Kein einziger davon. Achso. Okay, das ist natürlich jetzt. Kacke. Warum ist das nicht damit verbunden? Das verstehe ich nicht. Das Rohrleitungssystem geht doch. Ja, kann sein, dass es wirklich nicht damit verbunden ist. Okay, also lassen wir das jetzt erstmal da. Inventory full. Oh Mann, ey. Da ist noch sogar Energie drin in der Batterie. Hammerhart, ey. Nee, dann machen wir das jetzt, was ich gesagt habe. Wir bauen jetzt einfach mal so Frachtcontainer und sowas irgendwo auf. Einfach damit wir. Warte mal. Cargo. Genau. Das ist auch voll, aber das hier. Da ist noch Platz. Genau. Das ist Wahnsinn. Was wir da jetzt alles dabei haben, heftig, heftig, heftig. Genau, alles weg damit. Achso. Ich hatte das Falsche gehabt. So. Schon nicht ohne, ne? So. Ja, das sollte erstmal reichen, wobei, warte. Nehmen wir davon nochmal was mit. Dann haben wir erstmal die grundlegendsten Sachen und dann machen wir das hier einfach. Wir machen das Ganze in der Nähe, ne? Wir machen das Ganze in der Nähe und bauen dann praktisch jetzt hier eine ganz normale Basis auf. Ich möchte die farblich vielleicht ein bisschen anders gestalten. Oh, wir sind schon wieder, das war jetzt so langer Zeit. Okay, das heißt, dann mache ich jetzt einen Cut und dann machen wir beim nächsten Mal einfach die Basis, okay? Also, bis dahin.